Eben. Herr Präsident, Damen und Herren, ich habe 1972 Plakate geklebt, worauf stand: Deutsche, wir können wieder stolz sein auf unser Land. Und wir als Frankfurter Sozialdemokraten hatten eine Fotokopie darüber geklebt mit dem knienden Willy Brandt vor dem Warschauer Mahnmal. Da beugte sich ein deutscher Kanzler turmhoch überlegen den Nationalisten und Rassisten und auch der CDU, die ihn damals verspotteten. Ihre Verbeugungen in Washington, Frau Bundeskanzlerin, sind da ganz anderer Art. Es war nämlich nicht nur Ihr Telefon, was da abgehört wurde. Es war und bleibt eine Demütigung aller Deutschen, ist und bleibt ein permanenter Rechtsbruch. Hatten Sie denn, als Sie das No-Spy-Abkommen beerdigt haben, vergessen, dass Sie Ihren Amtseid nicht auf eine Fibel der NSA, sondern auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgelegt haben? Die USA treten unsere Grundrechte mit Füßen. Und Sie lassen sich abhandeln, Edward Snowden in Deutschland nicht als Zeugen aussagen zu lassen. Wenn Sie schon so wenig Selbstrespekt haben, dann sollten Sie wenigstens Respekt vor dem deutschen Recht haben. Erich Kästner schrieb einst: Nie sollst du so tief sinken, den Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken. Sie trinken ihn, Frau Bundeskanzlerin. Was haben Sie uns denn aus den USA mitgebracht? Zum Beispiel, dass diese verdammten Atomraketen aus Rheinland-Pfalz abgezogen werden, was einem souveränen Deutschland angemessen wäre? Die USA wollen ihre Vormachtstellung gegenüber ihren potenziellen Konkurrenten Russland und China absichern und wollen deswegen ein Freihandelskommen mit der EU. Sie hätten also mit diesem TTIP ein Druckmittel gehabt, aber Sie sind in die Knie gegangen. Können Sie hier klar ausschließen, dass der US-Konzern Monsanto, wenn ein deutscher Imker oder Landrat gegen deren Genmais vorgeht, keine Schadensersatzansprüche gegen die Bundesrepublik erheben kann wegen entgangener Gewinne? Oder dass Mindestlohn zu Klagen führt, noch dazu vor lächerlichen Hinterzimmern Schiedsrichtern, die ja gar keine Gerichte mehr sind, sondern nur noch einen Sonderstatus haben? Können Sie das ausschließen? Wenn nicht, ist Ihr Schweigen auch eine Aussage. Und warum dann die ganze Geheimniskrämerei um das Investorenschutzkapitel des TTIP? Und was soll der jetzt bekannt gewordene Regulierungsrat aus Bankern und Konzernlobbyisten der nationalen Parlamenten Gesetzesvorhaben verbieten darf, wenn sie dem Freihandel schaden? In Wirklichkeit lauern die US-Konzerne darauf, europäische Öko- und Sozialstandards zu ruinieren, und die Deutsche Bank lauert darauf, in den USA nicht mehr für ihre Betrügereien bestraft zu werden, weil dort die Finanzaufsicht schärfer ist als in dem Land, in dem die Bundeskanzlerin den Geburtstag des Oberbanksters Josef Ackermann im Kanzleramt feiern ließ. Viele Fragen ging es Obama und Ihnen bezüglich der Ukraine nur um den Widerspruch: Wer ist näher dran, wenn die Splitter fliegen? Und wer ist schneller an Kohle und Stahl oder am Schiefergas? Tolle Vorstellung übrigens. Überall auf der Welt wird gegen Fracking demonstriert, und in der Ukraine würde das Fracking von SS-Milizen der Swoboda-Partei abgesichert. Heute ist der 8. Mai, den Bundespräsident Weizsäcker den Tag der Befreiung nannte. Uns wird immer gesagt, dass wir den amerikanischen GIs darum dankbar zu sein haben. Aber es war der amerikanische Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway, der dies um folgenden Satz ergänzte. Ich zitiere: Wer den Frieden befürwortet, wird der Roten Armee so viel danken müssen, wie er in seinem ganzen Leben nicht wird arbeiten können. Ich kenne die richtigen Worte. Ich kenne die richtigen Worte. Deutsche hätten selbst mit berechtigter Kritik an der israelischen Regierung erst einmal innezuhalten wegen der 6 Millionen Ermordeten des Holocausts. Aber wer von Ihnen bessere Beziehungen zur Bild-Zeitung haben sollte als ich, sollte denen auch mal sagen: Haltet inne mit eurem pausenlosen Russenbashing, auch wegen der 27 Millionen mit SS und Wehrmacht ermordeter Sowjetmenschen. Kann denn bei Springer niemand verstehen, was das für russische Familien bedeutet, wenn in der Ukraine die mitregierende Swoboda-Partei mit Hitlergruß ihre Parteihochschule nach Josef
Goebbels benennt, nach Josef Goebbels benennt, kann das niemand verstehen, was das für die Menschen bedeutet mit 27 Millionen Toten. Die Linke demonstriert heute vom Brandenburger Tor zum sowjetischen Ehrenmal, welches die Bild-Zeitung gerade platt machen möchte. Wir gedenken auch der vielen Menschen, die im Gewerkschaftshaus von Odessa letzte Woche bei lebendigem Leibe verbrannt und von Faschisten mit Baseballschlägern wie Vieh totgeschlagen wurden. Und wir denken an die Stockholmer Rede von Willy Brandt mit dem Kernsatz: Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Willy Brandt hat auf Knien die deutschen Interessen vertreten. Sie nicht, Frau Bundeskanzlerin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Saskia Esken, SPD.